Ja, so jetzt hier und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim, zur nächsten Folge Banishers hier bei mir auf dem Kanal und wir sind immer noch bei Ismael Lor in Vorderhütte und jetzt wollen wir mal gucken. Ismael hat recht. Es tauchen überall wirklich Flaschen wie aus dem Nichts auf. Ja, echt, Mann. So, mein Freund, erzähl mal. Habe ich euch gerade schreien hören? Ich habe mich nur erschreckt. Mein Verstand hat diesem alten Narren nur einen Streich gespielt, mehr nicht. Ich vermute mal, die Flaschen haben sich wie von Geisterhand bewegt, nicht wahr? Unmöglich. Flaschen bewegen sich nicht von selbst. Ich muss einfach den Verstand verlieren. Ja, das wird es sein. Ich werde verrückt. Ihr seid nicht verrückt. Ein Geist sucht diesen Laden heim. Aber ich... Wessen Geist? Oh nein! Tief durchatmen. Ich weiß nicht, wessen Geist es ist und ich weiß nicht, weshalb er hier ist. Aber ich werde es herausfinden. Was könnt ihr mir über Covenant Beach erzählen? Phoebe hatte dort ihr Lagerhaus. Es war einst der Mittelpunkt ihrer Welt. Jetzt verfällt es. Aber ihr wart erst vor kurzem dort, nicht wahr? Ich habe Sand vom Strand in eurer Unterkunft gefunden. Warum seid ihr zum Lagerhaus gegangen? Und warum sollte der Geist den Schlüssel verstecken? Sicherlich machen eure Fragen Sinn, für euch zumindest. Aber ihr werdet eure Antworten nicht an meinen Stiefeln finden. Wenn ihr nach einem Grund für einen Spuk sucht, dann werft einen Blick auf die betrunkene Besitzerin. Befasst euch mit Mistress Walcott. Ihr habt eine Geisterschutzvorrichtung in eurem Zimmer angebracht. Habt ihr etwa einen Geist erwartet? Nein, natürlich nicht. Ich wollte nur das Böse abwehren. Nachdem der Gouverneur hier nicht mehr das Sagen hat, wurden die Harrows geschwächt. Ich hielt einen Geisterschutz für angebracht. Mag sein, aber behaltet das am besten für euch, bevor ihr zum nächsten Opfer der wütenden Meute werdet. Was könnt ihr mir über Mistress Walcott sagen? Als Verbanner macht mir ihr Haus einige Sorgen. Phoebe ist diejenige, die heimgesucht wird? Ah, das verwundert mich nicht. Sie nahm mich auf, als es sonst niemand tat. Bot mir die Freundschaft an. Ich bin ihr dankbar. Aber sie ist eine Sünderin. Und eine Nervensäge. Wo könnte ich sie finden? Ich weiß es nicht. Wenn sie zu viel getrunken hat, verschwindet sie spurlos und ich muss mich alleine um das Geschäft kümmern. Macht ihr euch keine Sorgen? Es liegt in meiner Natur, mich zu sorgen. Und sie ist eine Frau, um die man sich sorgen sollte. Ich mache mir also ständig Sorgen. Aber normalerweise kommt sie nach einer Weile wieder. Vielleicht ist Phoebe Walcott etwas zugestoßen. Wann und wie hat dieses Phänomen angefangen? Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Es sind schon immer hin und wieder Flaschen verschwunden. Aber das war eben Phoebe, wie sie leibt und lebt. Dass Flaschen von Regalen fallen, ist eine Sache. Aber dass sie wie aus dem Nichts erscheinen, direkt neben mir, das ist kein Zufall. Der Geist lädt euch auf einen Umtrunk ein. Wolltet ihr nie annehmen? Darüber macht man keine Scherze, mein Herr. Alkohol lässt Menschen die schlimmsten Dinge tun. Wie sich Mistress Walcott aufführt, ist schlimm. Aber letztendlich verletzt sie nur sich selbst. Und hin und wieder meine Gefühle. Wenn ihr Verhalten ihn so stört, warum bleibt er dann bei ihr? Darf ich mir den Laden mal ansehen? Klar. Und sollte es Phoebe etwas ausmachen, wird sie es euch sicher sofort wissen lassen. Gut. Ich sollte die Flaschen wegräumen. Mal wieder. Bis später, Ismael. So. War ich mal kurz leise? Der Geist kommuniziert über das, was Ismael am meisten hasst. Alkohol. Guck mal, wie ganz viele Flaschen. Eine komische Methode, finde ich. Ja, echt? Ich auch. So, da war ich mal kurz leise. Weil, ja, das Gespräch war jetzt so interessant.
Und wenn ich da noch dazwischen quatsche, ist ja auch blöd. Ihr seht ja, was ich für eine Taste drücke oder was ich was für eine Frage stelle. Da ist Stimmen von Geistern. Ismail hatte doch aufgeräumt. Wer hinterließ dann dieses Chaos? So muss auch noch eine Geisterfessel sein, oder? Eigentlich. An Witwe Ingersoll, Mr. Emerson, Farmer Gibbs, Squire Parrish, Mr. Marty, Farmer Skikes und die Geschwister O'Hara. Es gab einen Erdrutsch am Covenant Beach und das Dock dort liegt in Schutt und Asche. Es wird die Angeschriebene sicher nicht verwundern, dass die Handelsroute dadurch unterbrochen wurde. Hochachtungsvoll und der ganze Quatsch. Phoebe Walcott. Das Lagerhaus am Covenant Beach war also verwaist. Warum würde ein Geist dann den Schlüssel verstecken? Hübscher Abakus. Stell dir vor, du müsstest den nach einer Flasche von diesem Fusel verwenden. Zu einem Rechenschieber oder was, glaube ich. Mistress Walcott, hat die gute Frau Barrow ihre Kerzen auch bezahlt? Was? Oh, ich habe die Kerzen gegen Bier getauscht. So lässt sich kein anständiges Geschäft führen. Sei doch nicht sauer, Ismail. Komm, trink mit mir. Es ist wirklich immer das Gleiche, Mistress Walcott. Irgendwann bringt es sich noch ins Grab. Ich befürchte, das Echo beweist, dass Phoebe Walcott unser Geist ist. Ja. Phoebe Walcotts Geist sucht ihr eigenes Zuhause heim. Ich frage mich, was sie in ihrem Lagerhaus hortete. Was? Na, wahrscheinlich Flaschen. Die haben wir aber kennengelernt am Anfang. Ich bin mir sicher, dass wir die, wo wir in das Dorf gekommen sind, in Egen hier, das Dorf in den Egen, wo wir jetzt gerade sind, da glaube ich, die getroffen zu haben. Ich dachte so, die ist ja voll besoffen. So, dann laufen wir mal hin zu dem Dings. Oder gibt's da eine Schnellreise? Punkt. Ne, da gibt's gar nichts. Da kann man nur laufen. Bis auf die Kreuzung nach rechts, an der Kreuzung nach rechts merken und dann immer den Weg folgen. Das müssen wir eigentlich hinkriegen, denke ich mal. Interessant auf jeden Fall, die Quest. Ich hoffe, wir können der irgendwie helfen. Vielleicht, dass wir dem Ismail den Laden überschreiben oder so. Die braucht das ja eh nicht mehr, wenn die eh tot ist. Oh, ich bin vorbeigelaufen. Boah, ist ja echt scheiße. Hoffentlich hat der die nicht umgebracht, ey. Das wär's ja noch. Dann müssen wir den auch noch. Rechnungen. Ismail schmiss den Laden. Was denkst du über den Fall? Das willst du nicht wissen. Ja. Ismail hat seine Herrin umgebracht. Ich weiß nicht wie oder warum, aber sie verfolgt ihn vom Grab aus. Vielleicht hat sie ihr Geschäft so sehr gehasst, dass sie am Ende einfach davonlief. Das ist meine These, also das ist nur eine These, das war jetzt nur eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ob die den wirklich der die umgebracht hat. Aber es wäre plausibel jetzt aktuell irgendwie für mich. Ob das stimmt oder nicht, das sei dahin gestellt. So. 200 Meter. Oh, da oben ist so eine Ausrüstungstruhe, geil. Was ist da? Überall allerlei Dinge. Oh cool. Der Sämann. Was ist ein Sämann? Was macht ein Sämann? Da oben ist die Truhe, da muss ich irgendwie hin. Das ist eine Ausrüstungstruhe oder das ist eine Hexentruhe auf jeden Fall. Das ist echt ein ganzes Stück umfangreicher, als ich gedacht habe, das Spiel. Echt, die ganzen Wege, die man gehen muss und so. Wir können mal gucken, ob wir da schnell auf die Schnelle mal hinkommen. Irgendwie bis hier hochgekommen, ich bin mir sicher. Oh, was ist hier? Eine Truhe, die habe ich noch nicht. Wieso habe ich die Truhe übersehen? Waren wir hier noch nicht, oder was? Ja, das wäre mal ganz Neues.
Da ist eine alte Frau, die läuft da lang. Hallo, alte Frau. Da ist noch ein Sämann. Ja, da. Oh, die hat aber bestimmt nichts dagegen. Goody Hallo. Perkins. Goody. Ja, ach, die mag war's. Ich. Oma. Okay. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Goody Perkins. Möge Gott eurer gnädig sein, Mr. McGraw. Mr. McGraw. Ein Ire. Ein irischer Zeitgenosse. Ein Sämann fehlt mir noch. Oder wie habt ihr den schon irgendwo gelootet? Irgendwie müssen wir zu der Ausrüstungstruhe kommen, aber wir wollen jetzt mal, ich will mich nicht verstricken jetzt. Ich hab das oft genug mich verstrickt in irgendwelche Dings. In irgendwelche Questen. Geht auf jeden Fall irgendwie da hoch. Und dann mal von der anderen Seite da hochkommen oder so. Das kann ich jetzt nicht sagen. Da ist noch Loot. Hier war Loot. Irgendwelches Eisen, die Lumpe Silber oder was? Gefällt dir das? Dreckiges Hund, ihr Lumpe. Pfui. So, da vorne hat sich jetzt so eine Ranke breit gemacht. Aber guck mal, hier könnte sein, dass wir hier zu der Truhe kommen, von hier aus. Ich geh mal. Willst du da hinkommen, sag mal, ist das Witz? Doppeljump kann ich noch nicht. Das ist vielleicht der nächste Skill, Doppeljump. Das ist ja extrem. Sehe ich keinen Weg. Naja, werden wir sehen. Vielleicht einen anderen Weg. Sobald du die Wurzeln freigelegt hast, zerstöre ich sie. Okay, da ist die Dings. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die Ranken hingehen. Eine geht nach da und eine geht nach da. Das heißt, zwei Stück zum Zerstören. Da ist eine. Und da ist eine. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Gehen wir das hin von hier oben. Oh, da ist noch eine dritte. Shit. Das war's. Oder? Ja, da ist noch eine dritte. Ach, da oben. Lauf, Boris, lauf. Leb wohl, Unkraut. Leb wohl, Unkraut. Genau. So, dann geht's jetzt weiter hier. So, Quest, manche Questgebiete kann man nicht ohne gewisse Skills nicht erreichen. Unter anderem war das jetzt einer davon. Der Rankenzerstörer, der Unkrautvernichter quasi. Skill. Hand leuchtet. Heißt, hier gibt's Loot. Oh. Hier gibt's ein paar Stückchen. 8 Realer. Stückchen. So, da oben, das kommen wir rumgeschieben. Das ist immer gut. Bisschen Loot. Ja, oh, guck mal hier eine Truhe. Ich kann aber sehen, geil. Das sind normale Schmutztruhen, da ist nur ein bisschen Krams drin.
Aber Kram ist sau wichtig. So, geht weiter. Zu Phoebe Walker. Ich bin gespannt, ob sie wirklich tot ist, ob unsere These stimmt. Das ist natürlich alles nur eine These. Covenant Beach entdeckt. Mir wäre es natürlich lieber, wenn die nicht tot wäre, aber was willst du machen? So, wir sind im Suchgebiet. Die hat irgendwas, ne. Hier ist auf jeden Fall noch ein Dings. Fragezeichen. Hier müssen wir eigentlich hin. Wir können das Fragezeichen mal schnell abarbeiten. Dann sehen wir, das wird auch nur irgendein Riss sein, denke ich mal. Na, guckst du blöd, du Arschloch. Sie bringen noch mehr Freunde mit. Das war's für dich. So. Erledigt. Wenn ich dabei ein bisschen still bin bei den Kämpfen, ich versuche einfach nur, dass wir nicht so oft sterben. Tut mir leid. Muss ich die Moderation unterbrechen. Weil anders ist es schwierig. Wenn du so ein Gameplay-Video machst, wo du irgendwie so drüber quatscht hinterher im Hintergrund, dann ist es natürlich einfacher. Würde ich natürlich Audio, aber das ist der Aufwand, das ist viel, viel höher, größer. Weil dann musst du erstmal aufnehmen und dann musst du noch drüber quatschen hinterher. Weiß ich nicht. Ja, ist ja gut getankt. Komplett, Mann. Hier, bedien dich! So. Aufklarender Angriff. Ah, hier, das ist das Fragezeichen. Wir untersuchen mal. Mit den richtigen Worten der Macht könntest du die Schemen in der Nähe dazu zwingen, sich zu zeigen. Ist normaler leeres, normaler ja, Schemenhorst. Möchte ich jetzt eigentlich nicht. Auf die Karte gucken, was hier gibt. Ja, so Schleck gibt's hier. Ja, weiß ich nicht. Machen wir dann auf jeden Fall nochmal. Habt ihr gesehen, wie es lädt? Wie habt ihr dann am Anfang der Folge oder letzten Folge? Ich weiß gar nicht mehr. In irgendeiner Folge habe ich es nochmal gezeigt, ganz kurz, wie das funktioniert mit dem Zeug. Und ich glaube, das reicht auch. Also wir müssen da nicht so grindy rangehen. Oh, der ist lila, der Typ. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Na ja, guckst du mal, gell? Gute Güte, du bist ja zäher als eine Kakerlake. Du bist zäher als eine Kakerlake. Was ist das für ein Spruch, Alter? Lauf, Red. Die Arschlöcher. Ja, ich lauf doch schon. Meine Güte. Zurück zur Hölle mit dir. Genau. Diese Kugeln sind scheiße, weil die ziehen dir irgendwas ab. Die ziehen dir Leben ab oder Geisterpunkte. Oder stunnen dich. Die sind echt Schmutz, die Kugeln. Die Orbs. Geisterorb. Und das erinnert mich an Phasmophobia. Oh. Constance. Okay. Constance. Hübscher Name für ein Boot. Stimmt. Auch für eine Frau. Constance. Hey, Constanze. Das ist ja eine deutsche Version der Constanze. Im Englischen klingt alles viel cooler irgendwie. Constance. Die Constance. Und bei uns wäre das MSS Constanze. Okay, haben wir das erörtert. Hier ist irgendwas eingebrochen. Eingebrochen klingt gut für mich. Also nicht so eingebrochen, aber... Wenn das Phoebe Walkers Lagerhaus ist, ist es größer, als ich gedacht hätte. Ihr Laden lief ziemlich gut. Nicht mehr viel davon übrig.
Ja, wenn es auch keine Handelsroute mehr gibt, ist das schwierig an Waren zu kommen, ne? Kann ich alles selber produzieren. Das ist so eine Sache, ne? Ah, guck. Das ist so ein Splitter. Aber da steht was davor. Das ist sich vielleicht von dem Strand aus da drüben irgendwie. Weiß nicht, ob wir da hinkommen. Ich mach mal ganz kurz die. Das sieht nicht so aus, wenn du da hinkämst. Oder wir müssen da oben aufs Dach oder sowas. Oder einfach drüber gefluchtet. Das kann man natürlich auch probieren. Seelenscherbe. Sehr gut. Aufs Blinken gesehen. Dann schauen wir uns mal den Dings an. Das Lagerhaus von Phoebe Walcott. Wallcat. Die meckert, die muss schon gleich um die Ecke kommen. Warum klaut ihr bei mir? Weil du tot bist, Oma. Verehrter Governor Haskell, ich richte diesen Brief aus Protest an euch, da ich der Auffassung bin, dass meine Familie in eurem kleinen Städtchen New Eden äußerst respektlos behandelt worden ist. Ein alter Protestschreiben. Steht nicht davon, wem es ist. Wir kamen hierher, weil ich ein neues Handelszentrum errichten wollte. Der Standort erschien mir ideal. Eine neue gegründete Stadt, hoffnungsvolle Einwohner, nahe dem Meer, nahe am Wald, viele Jäger, Fischer, Handwerker. Ich hatte bereits mit Fräulein Walcott Kontakt aufgenommen. Sie erschien mir wie eine ehrwürdige Dame. Oh, wie sehr wir doch enttäuscht wurden. Sie bringt Schande über eure Stadt und ihr solltet sie zum Teufel jagen. In den Nahrungsmitteln, die wir erworben hatten, befanden sich Hundescheiße, mein werter Herr, Hundescheiße. Wir werden nie wieder in New Eden Handel treiben. Bennett Law. Bennett Law. Ismails Herr und der Mann, der seine Frau getötet hat. Law war hier? Ismail muss am Boden zerstört gewesen sein. Ich würde wetten, dass Phoebe die Hundescheiße und das Essen gemischt hat. Ja, das glaube ich auch. Ja, gut. Achso, wir müssen den Wagen. Ich verstehe, was wir machen müssen. Von der Seite, nicht von der anderen. Ja. Das wäre der perfekte Unterschlupf für Schmuggler. Denkst du, es ist einer? An diesem Punkt der Ermittlung verdächtige ich alles und jeden. Das stimmt. Dann machst du aber gut, Red. Red McRae. So, gucken wir uns das mal hier hinten nochmal schnell um. Da ist noch ein Brief. Liste einlaufender Schiffe. Woolwich, geladen Tabak. Bristol, geladen Wein. Tulp, Rotterdam, Felle. Und dann so geht's weiter. Royal Compass. Mal gucken, ob wir ein Schiff davon kennen. Die Stockholm. Die Rotterdam. Ne, wir kennen keins davon. So, schön, haben wir das erreicht, was man erreichen wollte. Hier hoch jetzt. Warte mal, da war eine Truhe, aber komme ich nicht dran. Okay. So, nochmal ein bisschen Silber, ein bisschen Geld. Nochmal Moos. Und hier ist eine Tür. Gut. Lass uns ein paar Antworten finden. Ja, Mann. Widerlich. Oh, dieser Gestank. Warenlager in den Egen. Jemand hat hier ordentlich gefeiert. Trauriger Anblick. Phoebe muss sich totgesoffen haben. Wenn ich so viel trinken würde, würde ich mich auch verstecken. Stiles Versteck. Notiz an mich selbst. Die einzige Chance, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, ist es, sich an sie zu erinnern.
Im Falle einer Epidemie muss ich dem unbekannten Soldaten, der nun auf dem Gottesager ruht, die letzte Ehre erweisen. Das ist ein sehr intelligenter Spruch, finde ich. Und gerade jetzt hier in Deutschland aktueller denn je. Aber wir wollen jetzt hier nicht politisch werden. Politisch gehört hier nicht hin. Das ist immer noch eine Unterhaltungsgeschichte hier, was wir hier machen. Oh, da ist ein Ranken. Hasse Ranken. Schlanke Ranken wanken. Wir müssen irgendwie da runterkommen. Was auf jeden Fall richtig gut funktioniert, ist, du fühlst dich nicht allein. Also normalerweise, du fühlst dich nicht allein, weil du immer Dings dabei hast. Ne? Immer, du hast ja immer Thea dabei. Ich erledige das Herz, du die Wurzeln. Okay, müssen wir mal gucken. Herz ist da, da ist eine Wurzel, da ist eine Wurzel. Die dritte fehlt mir. Ich glaube, das kommt von hier drinnen. Also wir müssen erstmal das Herz zerlegen, damit wir da dran kommen. Damit wir die... Ja, das sieht so aus. Damit wir die Stimmen wegkriegen aus dem Kopf. Klingt auch falsch. Da ist, mir fehlt noch das dritte, ne, irgendwie. Wir müssen noch eins höher, das wird so nix. Ich guck gerade, wie wir das am besten lösen, das Problem. Da unten ist eine Wurzel und da hinten rechts ist eine Wurzel. Und die letzte, die guckt in die Richtung, die ich jetzt gucke, da führt noch eine hin. Da ist dahinter noch eine, aber da werden wir nicht drankommen von hier aus. Vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Wir können es probieren. Das heißt, Athea, wir aktivieren mal hier. Und das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Warte mal, vielleicht. Ich kann nichts erkennen. Ja, und wenn er nichts erkennt, können wir dann nicht schießen. Hey, das wird interessant auf jeden Fall jetzt hier. Aber ich spüre aus dem Geiserreich, dass die Folge gleich vorbei ist. Und dass wir uns erstmal einen Weg suchen müssen. Was hier für ein Brief? Den lesen wir dann gleich. So, dann sind wir am Ende von der Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal im Geisterreich.